Was glaubt ihr passiert, wenn ich mit diesen mit Wasser befüllten Kollegen auf dem Trampolin springe? Ich musste die Ballons natürlich erstmal befüllen, also bin ich fix den Wasserschlauch holen gegangen und nachdem ich dann auch schlau genug war, den Wasserhahn aufzudrehen, konnte die Auffüllaktion auch schon losgehen. Fertig! Okay Leute, let's go!